Hallo liebe Videofreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh, ich hätte mich mal vielleicht heute rasieren sollen. Aber darum soll es ja eigentlich nicht gehen, ob ich rasiert bin oder nicht. Es geht mal wieder ein bisschen um die Sicherheit. Ich habe noch meine Basteljacke an. Heute ist schönes Wetter. Und dann wollen wir mal noch wieder ein bisschen für die Sicherheit am Wohnmobil sorgen. Nach unserem letzten Desaster in Frankreich habe ich ja beim letzten Mal schon euch gezeigt, wie man die aufbaut. Die Beifahrertür sichern kann mit der Kette. Das Video verlinke ich euch gerne nochmal oben, links, rechts, irgendwo da oben. Ja, heute soll es dann mal um die Aufbautür gehen und zwar ein Zusatzschloss einbauen, damit wir hier dann auch noch ein bisschen. In Sicherheit haben. Gut, gehen wir mal rein. Tja, 100%ige Sicherheit gibt es nicht, aber ich sage immer so, diese Hobby-Einbrecher, die eigentlich nur scharf auf Bargeld sind, sollte man das Leben so schwer wie möglich machen. Tja, und da habe ich mich dann ja käuflich betätigt, und zwar bei der Firma als HeroSafe, und habe mir für die Aufbautür ein Zusatzschloss besorgt. Das packen wir jetzt mal gemeinschaftlich aus, gucken mal nach, was da alles bei ist. Und dann werde ich mit meinen zwei linken Fingern, Händen und alles Daumen versuchen, dieses hier an die Tür zu befestigen. Ja, und wenn ihr dabei sein wollt, dann bleibt dran. Ja, wie gesagt, habe ich mir für die Aufbautür dieses Zusatzschloss von der Firma HeroSafe gekauft. Ich schwenke mal die Kamera, dann kann ich, oder ich halte es mal hier rein. Das ist das Paket, was ankam, und da wollen wir mal gucken, was da alles so drin ist. So, da wollen wir mal gucken, ob ich das alles mit der Hand hinkriege. Also so ein Paket kam da an. Und dann wollen wir das mal öffnen. Sesam, öffne dich. Ach ja, wenn das mal so einfach wäre. Jetzt klemmt hier wieder die Pappe. Ah, jetzt. So, dann nehmen wir das mal raus. Dann haben wir jetzt hier das Schloss, das Zusatzschloss. Also ein Mann, ein Handbetrieb ist gar nicht so einfach, aber es geht. Da haben wir hier das Schloss. Dann ist dabei ein Satz Schlüssel an der Zahl 3 Stück. Dann haben wir noch bei. Ein Montagesatz mit Schrauben. So. Und Abdeckung. Da wollen wir mal gucken, wozu wir alles brauchen. Was ist noch bei? Kann erstmal weg. So, dann schauen wir mal. Dann haben wir hier HeroSafe. Wichtige Hinweise zum Betrieb unserer Türsicherung HeroSafe. Achten Sie darauf, dass der Riegel der Türsicherung HeroSafe im geöffneten Zustand einer Tür nicht durchspielende Kinder oder auch aus Versehen betätigt wird. Sonst stößt man ziemlich. Nämlich beim Schließvorgang der Riegel gegen den Rahmen. Ah ja, gut. Okay. Dann haben wir hier eine Anleitung. So. Wie man das dann anbauen soll. Bebildert und mit Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Das ist schon mal nicht schlecht. Und hier hinten nochmal die Kurzanleitung. Das ist ja schon mal ganz gut gemacht. So soll es dann aussehen. Naja.
Da mal schauen, ob ich das mit meinen zwei linken Händen und alles Daumen hinkriege und das so angebaut kriege, wie das hier steht. Gut. Das Schloss hat hier einen Winkel, wie ich gerade sehe. Das heißt also, das muss in den Spalt zwischen Tür und Fahrzeugaufbau. Da würde ich mal sagen, das halten wir erstmal ran. Mal gucken, ob wir die Tür dann überhaupt zukriegen. Weil sonst haben wir dann nämlich ein dickes Problem. Gut. Dann sehen wir uns gleich draußen wieder. So, ich bin dann mal draußen gegangen an der Aufbautür. Ja, hier habe ich meinen Thermometer. Was eine Alarmanlage auch noch simuliert, weil hier so ein Lied drin ist, was da immer leuchtet. Ja, und dann denke ich mal, dass wir das dann hier oben ansetzen werden, die Höhe. Und dann ist da der Winkel. Ja, dann schauen wir mal, ob die Tür zugeht. Tja, da sehe ich. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Spaltmaß. Ich brauche mal so. Jetzt seht ihr hier das Spaltmaß. Da muss das dann zwischen. Da wollen wir mal schauen, ob die Tür zugeht. War ein bisschen schwer, aber das geht. Und dann soll das nachher so zu. Ha, fertig. Naja, dann ist dazu, so schließt man auf, also kann man doch aufmachen. Na, das ist schon mal schön. So, geht die Tür noch wieder auf. Ups, da fällt's, aber es geht. Gut. Ja, der alte Mann muss sich wieder bücken. Dann wollen wir mal gucken, wie wir das aufgebaut kriegen. Also das erste Mal muss jetzt das Schloss von der Grundplatte ab. Und dann müssen wir das mal anpassen. Gut, wollen wir mal gucken, was wir für Werkzeug brauchen. Oder ist hier welches bei? Ne, da brauchen wir einen Imbus. Ne? Den müssten wir haben. Haben wir hier im Schrank. Wo ist der große Werkzeugkasten? So ein kleiner Werkzeugkasten ist immer ganz praktisch. Da hat man eigentlich immer das Nötigste drin, was man so braucht. Dann wollen wir mal schauen. So, was soll denn das? Mal gucken, welcher dann da passt. Bohrmaschine hat mir schon bereitgestellt. Bohrer auch, weil leider müssen wir da durch die Wand. Das ist zwar gar nicht so schön, aber leider nicht zu ändern. Lass mich raten, der passt nicht. Dann ist es die Größe. Genau, so. Mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Das ja mit zu. So, lassen wir mal eine Kamera laufen in der Hoffnung, dass ihr was sehen könnt. Dann müssen die Schrauben erstmal raus. Eins, zwei. Hier an der Seite genau dasselbe. Damit wir dann die Platte abkriegen. Ups, da fallen die Schrauben. So war das jetzt nicht geplant, dass ich mich schon wieder bücken muss. Ja, zwei halten wieder alles fest. Also die noch mal ein bisschen. So. So. Und die ab. Aha, die sind
der einen Seite länger, auf der anderen Seite kürzer gerade festgestellt. Also die hintere Seite sind die Schrauben etwas länger und hier vorne sind sie kürzer. Das müssen wir uns merken. So, dann haben wir die Platte. Jetzt sollen da laut Bebilderung sollen wir uns das jetzt anzeichnen. Gut. Und dann sollen Bohrungen gemacht werden. Da und da. Oder da und da. Wie viele Schrauben haben wir denn überhaupt? Ich gehe hier schon wieder die Schrauben runter. Das sollte jetzt nicht sein. So. Wo ist denn mein Tütchen? Hier. Wir haben 4 Schrauben. Aha, also 4 Löcher. Und dann machen wir da mal hier in so ein Schälchen rum. Wozu so ein Hundefutternapf doch alles gut ist. Oh, sogar noch mit Aufkleber brauchen wir erstmal nicht. So. Was haben wir denn jetzt hier alles? Jetzt sind die Kleinen. Mal gucken. Die muss da durch, die muss da durch. Na denn. Wollen wir mal loslegen mit den Bohrungen. Ja, läuft die Nase. So, dann müssen wir das erstmal anpassen hier. Würde mal sagen, die Höhe. Was? Nö, brauchst du nicht. Brauchst nichts festhalten. Jetzt geht das Bohren los. So, aber den ersten mal anschrauben. Da erstmal Halt haben. Frauchen fegt. Ups, da fällt sie schon. Wo ist die Schraube hin? Da ist sie schon mal weg. So. Würde mal sagen, da liegt sie. Hab sie. Dann gönnen wir uns erstmal. Sag mal. Angehofften. So. Oh, hier sind jetzt die Bohrungen gemacht. Und jetzt geht's dann außen weiter. Da müssen wir jetzt durch die Wand durch. Das ist ja ein bisschen ärgerlich, aber es muss sein. Man muss erstmal vorbohren und dann mit dem größeren Bohrer nachbohren. So, die Bohrungen sind getan, die Schrauben stecken drinne. Nicht hinter euch wundert, hinter der ist halt abgedichtet schon und habt da auch, das sind so Moosgummischeiben hinter. Das haben wir mal dran. Von innen sieht es jetzt so aus. Ich zeige es euch mal. Hier hängen die Schrauben raus, die werden noch ein bisschen zu lang sein. Denk mal, die werden noch absägen müssen. Da kommt jetzt drauf jeweils eine Scheibe. Und so ein Plastikteil. Mal gucken, ob ich euch hier wieder abgestellt kriege. Dann wird es besser. Ja, Kameraeinstellung.
So, dann kann ich nicht mit beiden Händen arbeiten. Doch. Jetzt fahre ich hier mal raus. So, die kommt darauf. Jetzt ist die garantiert wieder falsch rum drauf. Ne, nee, ist richtig rum. Da brauchen wir noch mal eine Scheibe. So. Wollt nochmal so ein Dings, da mal aufpassen, dass es richtig ist. Da ist nämlich so eine kleine Kante dran, damit nachher diese Deckel darauf kommen können und das fest ist, das ein bisschen schön aussieht. Da habe ich die jetzt richtig rum, ja. Weil sonst muss man das nämlich wieder alles nochmal abmachen. Hoppala, da haben wir noch eine Scheibe, noch so ein Plastikteil. Noch eine Scheibe und noch so ein Plastikteil. So, dann kommen da Muttern ruf. Ja, so wieder. Nochmal nachziehen. So, die ist auch fest. Das war dann schon mal mit dem Festziehen. So. Dann sieht das jetzt so aus. Die Schrauben sind natürlich zu lang. Ich weiß nicht, welches Wohnmobil die das anbauen sonst normalerweise. Haben die so eine Panzerwende? Das heißt, hier werden wir nochmal mit der Säge beigehen, die Dinger absägen. Das mache ich dann aber ohne euch. Oder ja, ohne euch und zeige es euch dann, wenn es fertig ist. Ja, dann geht das mal los. Wir sehen uns dann gleich wieder. So sieht das jetzt von innen aus. Ist auch nicht gerade schön, aber erfüllt seinen Zweck. Und jetzt geht es dann von außen mit dem Teil weiter wieder anschrauben. Und wenn es dann fertig ist, zeige ich es euch nochmal. So, fertig. So sieht es jetzt aus. Da ist dran. Und jetzt kann man das so zumachen. Müssen wir noch ein bisschen spannen. So, zack. Zack, zu. Und das wird dann wieder ein bisschen schwieriger für Räuber, das Wohnmobil zu öffnen, weil das geht nicht mehr. Ja, da fällt schon der erste Schlüssel. So hoch, zack. Und dann haben wir es. Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben es geschafft. Sogar ich mit meinen zwei linken Händen und alles Daumen habe es geschafft, kann also jeder machen. Tja, dann kann man das Video wieder beenden. Den Link zu diesem HeroSafe-Schloss setze ich unten in der Videobeschreibung. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, so lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wenn ihr unterwegs seid, wie immer, knitterfreie Fahrt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video.
Ja, bye bye.